Kapitel 8: Verräter in den eigenen Reihen. Shynooks Sicht. Anscheinend hatte ich mehr Zeit bei Günther verbracht, als ich gedacht hatte. Als ich wieder am Lager war, war die Sonne bereits am Aufgehen, auch wenn glücklicherweise noch beinahe alle schliefen. Die einzige, die schon munter war, war Funkenherz. Wo warst du, Papa? Warum bist du einfach verschwunden? Sie war offensichtlich sehr darauf bedacht, die anderen nicht aufzuwecken, was mir nur recht war. Ich bin vorhin aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe bloß einen Spaziergang gemacht, um mich etwas zu lockern. Ich lasse euch schon nicht allein, keine Angst. Glücklicherweise schien sie absolut kein Problem an meiner Geschichte zu sehen und fragte nicht weiter nach. Es dauerte anschließend nicht mehr lange, bis die anderen auch aufwachten. Floink wirkte ziemlich durch den Wind, aber ich wusste inzwischen ja, dass er nur schauspielerte. Zumindest dachte ich das. Aber anscheinend ging es ihm gerade nicht um Günther. Alles okay bei dir, Floink? Du siehst nicht so ausgeschlafen aus. Irgendein seltsamer Traum. Keine Ahnung, aber... keine Ahnung, was das sollte. Ich habe mich und Bisasam gesehen. Wir haben gegen irgendwas gekämpft. Irgendein dunkles Etwas. Nach dem ganzen Stress gestern und vorgestern ist es, denke ich, nicht ungewöhnlich, dass du seltsame Träume hast. Das wird schon wieder. Er wirkte nicht so recht überzeugt. Naja, vielleicht. Aber irgendwie fühlt es sich sehr danach an, als wollte der Traum mir einfach irgendetwas zeigen. Schnell improvisierte ich. Ich sah, dass es eine Chance für mich gab. Dunkles Wesen, sagst du? Ich habe vorhin, als ich spazieren war, weil ich nicht schlafen konnte, etwas Komisches gesehen. Ich kann es dir zeigen, vielleicht hilft es ja. Zuerst wirkte mein Freund recht verwirrt, stimmte aber schnell zu. Ich meine, schaden kann's ja nicht. Also gehen wir jetzt danach suchen. Haben wir nicht eigentlich andere Prioritäten? Es dauert nicht lang. Am besten gehe ich nur kurz mit Floink hin und ihr bereitet euch schon mal auf die Weiterreise vor. Dann verlieren wir keine Zeit. Alle schienen sich auf diese Idee einigen zu können. Perfekt. Zusammen mit Floink brach ich auf. Zunächst folgte er mir stumm, bis ich nach wenigen Minuten Fußmarsch stoppte. Das reicht, wir sind weit genug. Ich sehe hier aber nichts. Wo ist denn das, was meinem Traum vielleicht erklären könnte? Also, das habe ich mir ausgedacht, tut mir leid. Ich habe eine Gelegenheit gebraucht, um unter vier Augen mit dir zu sprechen. Ein Hauch von Nervosität zeigte sich. Er vermutete wohl schon, dass ich Bescheid wusste. Wozu das denn? Reden wir nicht lang drum herum. Ich weiß, dass du Günther hast gehen lassen. Er wirkte ziemlich panisch. Das stimmt nicht. Beruhig dich, ich stehe auf eurer Seite. Ich habe heute Nacht Günther besucht und mit ihm geredet. Ich werde euch auch helfen. Und dich deshalb definitiv nicht verraten. Er schien sich wieder zu beruhigen. Meinst du das im Ernst? Ja, er hat mir alles erzählt. Du hast auch dunkle Kräfte in deinem Inneren, die dir die Wahrheit offenbart haben, nicht? In dem Punkt treibt uns dasselbe an. Aber wie gesagt, es ging mir bei diesem kurzen Trip nur darum, dir zu sagen, dass wir auf derselben Seite stehen oder dass die anderen es mitbekommen. Er atmete kurz auf. Das ist wirklich toll zu wissen. Dann fühlt es sich nicht mehr so schlimm an zu lügen. Hast du eine Idee, ob er bereits in Schatzstadt war? Als ich mit ihm gesprochen habe, hat er noch geplant, dorthin zu gehen. Also wird er noch nicht da gewesen sein. Hoffen wir, dass er mit dem Gildenmeister klarkommt. Wir sollten langsam zurück, denkst du nicht? Günthers Sicht. Mit Darkrai als neuen Freund ging die Reise nun weiter. Der Ort, den ich als nächstes besuchen wollte, war wirklich nicht weit von Schatzstadt entfernt. Aber trotzdem hatte ich noch etwas in der Stadt zu tun, bevor ich mich in den Wald aufmachte. Ich hatte Floink immerhin ein Versprechen gegeben. Auch wenn es sich ehrlich gesagt nicht so toll anfühlte. Warum sollte gerade ich sein Familienerbstück für ihn holen? Was, wenn wir uns nicht noch einmal trafen? Er würde dieses Stück nie erhalten. Doch je mehr ich darüber nachdachte, Floink war offensichtlich bei seiner Rückkehr in diese Welt wirklich wieder gewesen wie damals, als ich ihn kennenlernte. Und wenn ich ihn richtig einschätzen konnte, dann konnte ich mir durchaus vorstellen, dass ihm das Stück selber recht egal war und er es nicht schlimm fände, es nie zu erhalten. Wie ich ihn kannte, war es eher ein Zeichen von Optimismus und Vertrauen, welches sein Bewusstsein über unser Wiedersehen zeigen sollte. Und wenn ich das richtig einschätzte, dann würde ich definitiv alles dran setzen, diese Hoffnung zu erfüllen.
Naja, nachdem ich das Stück überhaupt erhalten hatte. Mir fiel hierbei auf, dass es wohl Sinn ergeben hätte, wenn Floink mir erzählt hätte, nach wem ich überhaupt Ausschau halten sollte. Allerdings wurde diese Frage schnell beantwortet, da ein Blanas mich auf meiner Runde durch die Stadt ansprach. Entschuldigung, du bist nicht zufällig Günther, oder? Ja, genau, der bin ich. Warum denn? Dann musst du derjenige sein, den Floink in seinem Brief erwähnt hat. Du suchst wahrscheinlich wegen dem Erbstück nach mir, oder? Ja. Ja, das stimmt. Ein Glück, dass ich ihn nicht selber finden musste, denn ehrlich gesagt hatte ich bereits vergessen, dass Floink ein Adoptivkind war und dementsprechend hatte ich meine Augen nur nach Pokémon seiner Entwicklungsreihe offen gehalten. Das Blanas drückte mir einen eigenartigen Stein in die Hand. Zunächst war ich sehr perplex. Wenn ich fragen darf, was ist denn das für ein Stein? Was ist denn die Geschichte dahinter? Kurz zögerte Blanas, antwortete schließlich jedoch. Sag es ihm bitte nicht weiter, aber ehrlich gesagt ist Familienerbstück eine sehr übertriebene Beschreibung von diesem Gegenstand. Meine Mutter hat diesen Stein irgendwann am Strand gefunden und mir gegeben, vor nicht einmal langer Zeit. Also zumindest nur 10 Jahre oder sowas. Ich nenne das Ding Familienerbstück, weil es das ja vielleicht noch werden könnte. Außerdem wirkt es dann bedeutender. Also bitte bring es einfach zu Floink, ja? Auch wenn ich es nicht aussprach, wusste ich bereits sehr sicher, ich würde das nicht tun. Dieser Gegenstand gehörte nicht zu Floink. Und er würde das auch mehr als nur verstehen, da war ich mir zu 100% sicher. Dieser Stein würde nicht zu Floink gelangen, sondern zu Latias. Denn die Aura des Steines war eindeutig. Das Latias Need. Latias verlorenes letztes Geschenk. Niemandem sollte dieser Stein gehören, wenn nicht ihr. Scheinuxicht. Ein paar Stunden waren erst vergangen, seitdem ich Floink zur Seite gezogen und ihm die Wahrheit erzählt hatte. Die Stunden seitdem hatten sich etwas leichter für mich angefühlt. Unsere Suche schien nicht wirklich voranzuschreiten. Wir fanden keine einzige Spur. Günther war wirklich klug gewesen. Doch an diesem Tag merkte ich während der Reise durchgehend, dass irgendwas in der Luft lag. Gerade von unserem Günther ging eine sehr schlechte Laune aus. Woran das wirklich lag, konnte sich keiner von uns wirklich erklären. Bis zum Abend zumindest. Wir saßen alle zusammen am Lagerfeuer und redeten ein wenig. Günther war die ganze Zeit dabei komplett stumm. Oder zumindest für eine ganze Weile. Irgendwann schien er nämlich genug geschwiegen zu haben. Jetzt mal kurz Ruhe hier, okay? Er schaffte es mit diesem Satz sofort, alle von uns ruhig zu stellen. Gerade durch seinen Tonfall. So wie er es aussprach, war es eher eine Drohung als eine Bitte. Keiner traute sich noch ein Wort zu sprechen, bis er fortfuhr. Gut, endlich habe ich ja mal die Ruhe zu sprechen. Also, guckt euch mal das hier an. Er legte ein Stück Papier in unsere Mitte. Ein säuberlich geschwungener Text, welcher sich über das ganze Blatt erstreckte, machte eindeutig, dass der Text von einem alten Bekannten stammte. Dem Gildenmeister. Als ich daran dachte, dass Günther ihn besuchen wollte, lief mir ein Schauer über den Rücken. Hat er ihn erkannt? Dakre war schon immer unfassbar schlau gewesen. Doch andererseits, wenn der Brief aussagte, dass Dakre Günther gefasst hätte, warum wäre Günther dann so schlecht gelaunt? Kommt, einer von euch soll den Brief doch mal für alle vorlesen. Lord Ecke, übernimm du das doch. Selbst Günthers bester Freund wirkte ziemlich eingeschüchtert. Ja, natürlich. Er nahm das Stück und las die Worte des Gildenmeisters vor. Günther, mein Freund, ich habe bereits die Neuigkeiten aus Silberdorf erfahren. Der zweite Günther ist also wahrlich entkommen. Doch bleiben wir realistisch. Habt ihr erwartet, dass ein Pokémon, das eure ganze Welt bedroht, sich in einem Keller einsperren lassen würde? Ein Gegner wie er ist sehr mächtig. Lasst euch eure eigene Kraft nicht über den Kopf steigen. Und vor allem, Günther, mein Freund, achte auf alles, was in deiner Umgebung vor sich geht. Dein Ich aus einer anderen Zeitlinie weiß genau, wie er den richtigen Nerv derer trifft, die er am besten kennt. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er selbst in deinen eigenen Reihen Einfluss verbreitet. Selbst unter den Deinen gibt es jene, die nicht zu dir stehen. Dein Freund Darkrai. Darkrai wusste von mir und Floink. Aber er hatte unseren Namen nicht genannt. Der Brief kam mir ehrlich gesagt im Gesamten sehr verdächtig vor. Aus sicherer Quelle wusste er von den Verrätern.
nannte jedoch keinen Namen. Er weiß selber, dass Günther kein Nachahmer ist. Aber es würde doch keinen Sinn ergeben, wenn... Und doch klang es ganz danach, als würde Darkrai selber auf der Seite des anderen Günther stehen und Verdacht von sich weisen wollen. Es ergab so viel Sinn. Darkrai hatte Günther erkannt, aber sich ihm angeschlossen. Je mehr ich darüber nachdachte, desto sicherer war ich. Doch natürlich wussten das alle anderen nicht, sondern Panik brach aus. Hört ihr es? Hört ihr? Für jeden einzelnen von euch hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt. Und jetzt das. Einer von euch dankt mir all meine Mühe mit Verrat. Tatsächlich schien er sich direkt zu beruhigen. Aber andererseits, wie viel Schuld liegt tatsächlich wirklich bei dir, wer auch immer du bist? Dieser Kerl kann gut reden. Schließlich hat er uns alle getäuscht. Offenbare dich jetzt und wir regeln das Ganze friedlich. Du musst einfach deinen Fehler einsehen. Ich bezweifelte stark, dass er mit einer Antwort rechnete. Und er bekam auch keine. Nun gut, wenn es so sein soll. Ich werde den Verräter finden, egal was es kostet. Das könnt ihr mir glauben. Offensichtlich auf der Suche nach Zeit für sich verließ Günther unseren Kreis. Aber die Debatte begann jetzt erst richtig. Wir müssen das so schnell klären, wie es irgendwie geht. Und es ist sowieso einfach. Ich meine, wir alle stehen treu zu Günther. Aber in unseren Reihen gibt es nun mal noch ein Pokémon, das sich sehr einfach beeinflussen lässt. Funkenherz. Sie muss eindeutig das Pokémon sein. Eigentlich hatte ich wohl kein Recht dazu. Aber diese Anschuldigungen Lord Eckes waren wirklich eine Frechheit in meinen Augen. Bevor Funkenherz selber beginnen konnte, sich zu verteidigen, tat ich es bereits. Wag jetzt nicht noch einmal meiner Tochter so etwas vorzuwerfen, Vulpix. Sie ist ehrlicher, als du es jemals sein könntest. Und warum stellst du dich so dazwischen? Weißt du etwa mehr, als du zugibst, Shinux? Willst du nur nicht, dass sie schlecht dasteht? Oder bist du etwa selber der Verräter? Warum ich mich dazwischen stelle? Vielleicht, weil du gerade meine Tochter beschuldigst, alle hier zu verraten. Warum bist du denn gleich so aggressiv? Willst du selber von etwas ablenken? Oder was ist das Problem? Ich merkte, dass Bulbi und Funkenherz, die beide hinter mir standen, recht angespannt wirkten. Ich glaube nicht, dass Lord Ecke etwas mit dem Verrat zu tun hat. Aber deine Schlüsse sind trotzdem extrem vorschnell und Shinux Reaktion nur angemessen. Ich kann nicht glauben, dass jemand von uns so etwas tun würde. Wie können wir denn wissen, dass vielleicht nicht Darkrai Unrecht hat? Wenn wir Darkrai schon früher bezweifelt hätten, wären wir heute alle tot. Er hatte nie Unrecht und Günther weiß das. Ihr alle wisst das. Einer von uns ist ein dreckiger Verräter. Die allgemeine Einstellung war tatsächlich ein riesiger Vorteil für Floink und mich. Denn alle waren sich offenbar einig, dass der Verräter alleine war. Und wenn Floink und ich einander deckten, würde das beide von uns ausschließen. Und ich bleibe dabei, Funkenherz. Lass es sein, Lord Ecke. Ich bezweifle, dass Streit heute viel bringt. Das Einzige, was dabei herauskommt, ist, dass auch diejenigen, die hier auf einer Seite stehen, auseinandergehen. Wir sollten hier ruhen. Alle schienen dem Plan folgen zu wollen. Auch wenn die angespannte Stimmung noch deutlich zu spüren war. Die Mitglieder unserer Gruppe hielten mehr Abstand zueinander als sonst und legten sich großteils alleine an Stellen am Rand der Lichtung. Die einzigen, die zusammenblieben, waren Bulbi, Funkenherz und ich. Auch Floink hielt keinen zu großen Abstand zu uns. Ich merkte schnell, wie niedergeschlagen meine Familie wirkte. Und ich wusste genau, egal was ich gerade tat. Mein wichtigster Job war es immer noch, Familienvater zu sein. Sie brauchten mich. Macht euch keine Sorgen. Keinem von euch wird etwas passieren. Ich verspreche es. Solange wir alle einander vertrauen können, wird alles gut. Natürlich vertrauen wir alle einander. Ihr beiden seid die Einzigen, denen ich bedingungslos vertraue. Aber ich mache mir doch Sorgen. Selbst wenn der Verräter keinen Schaden anrichtet. Was ist mit Lord Ecke? Ich habe Angst, dass er Funken jetzt etwas antun könnte. Ich drückte meine Partnerin an mich. Wenn er auch nur daran denkt, wird er es bereuen. Ich werde ihm im Auge behalten. Aber Latias hat schon recht. Für heute sollten wir schlafen gehen und uns nicht mehr so viele Gedanken machen. Wie zur Zustimmung drückte sich auch Funkenherz an mich. Kurz darauf hörte ich nur noch den ruhigen Atem der beiden. Meine Gedanken kreisten jedoch weiter. Sie vertrauten mir so sehr. Tat ich wirklich das Richtige?
Doch ein Blick zu Floink reichte mir. Sobald es alles aufgelöst werden würde, würden sie es verstehen. Es würde alles gut werden. Und doch konnte ich mich nicht ganz überzeugen. Hatte ich eine so tolle Familie überhaupt verdient?